Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute ist der 12.10.2022 Ich bin schon extrem müde. Ich habe schon wieder 2 Nächte nicht geschlafen. Und nur vormittags im Rollstuhl. Aber nachts nichts. Und ich muss euch sagen, wenn ich mich die nächsten Tage nicht melde, bin ich im Spital, weil ich morgen auf die Neuro muss, weil ich seit 2 Tagen so unsagbar Kreuzschmerzen habe, dass die Vermutung naheliegt, ob ich entweder etwas mit den Bandscheiben habe oder einen MS-Schub. Aber davor gehört ein MRT und CT gemacht, damit man feststellt, was es ist, und dann wahrscheinlich Cortisontherapie oder wie gesagt irgendwas anderes. Ich finde es irrsinnig blöd, ich möchte nicht ins Spital, aber was sein muss, muss sein. Morgen ist Apple Keynote und ich hätte einen Termin bei Christoph, aber den werden wir wahrscheinlich absagen. Die Apple Keynote kann ich mir im Spital auch anschauen. Und heute war Sonja da. Ich war extrem müde, habe auch geschlafen, bevor sie gekommen ist. Und wir waren ein paar Mal draußen zum frische Luft schnappen und zum Wachwerden. Haben Kaffee getrunken, getratscht und uns gut unterhalten. Aber die ersten 2 Stunden habe ich kaum gesprochen und fast geschlafen. Es tut mir immer leid für Sonja, aber was soll ich machen? 2 Tage ohne Schlaf ist hart. Aber trotzdem war es ein schöner Tag. Die Volkshilfe war heute in der Früh da. Die Haare sind ganz gut gewaschen. Sollten noch ein paar Tage halten. Und mir geht's so mittelmäßig. Die Schmerzen machen mich ziemlich fertig. Lenken aber von der Psyche ab. Ich nehme halt alle paar Stunden Schmerzmittel. Und damit geht's aber. Es ist halt nicht angenehm. Und im Spital werden sie mir sicher wieder mental geben. Aber das ist ein Morphin. Aber weil ich fast keine anderen Schmerzmittel vertrage. Und mal sehen, ob sie mich morgen aufnehmen oder nicht. Wir haben heute auf der Neuroambulanz angerufen, weil man bei uns sonst auf der Notfallambulanz landet und da mindestens 6 Stunden wartet, wenn nicht sogar 8. Weil das Blut abgenommen wird und auf die Blutwerte gewartet wird. Und dann von einem Arzt begutachtet wird und das dauert mindestens 6 Stunden, wenn nicht sogar 8. Und um das zu umgehen und direkt auf die MS-Ambulanz zu kommen, die heute nicht da war, haben wir bei der Neurologie angerufen. Und die haben mich für morgen aufgeschrieben.
um 9. Und ja, also morgen mal abwarten, ob sie mich aufnehmen. Ein MRT wäre echt gut, aber das dauert natürlich dann auch ein paar Tage, bis man dann einen Termin bekommt, auch stationär. Und was immer auch dann noch für Untersuchungen gemacht werden, dauert alles ein paar Tage und deswegen wird eine stationäre Aufnahme mir nicht erspart bleiben. Aber wie ich die Neuro kenne, lande ich im Vierbettzimmer und kann keine Videos aufnehmen. Deswegen die Vorwarnung, dass ab morgen wahrscheinlich keine Videos kommen. Gestern möchte ich noch heute Abend schreiben. Vielleicht können wir morgen kurz telefonieren. Mal schauen. Ja, am Freitag hätte ich Zahnarzttermin. Den würde ich gerne wahrnehmen, aber das wird sich nicht ausgehen. Wenn ich einen Schub habe, bin ich mindestens eine Woche stationär, weil ich dann Cortison bekomme. Und soweit mal das ganze Formelle. Ich möchte nicht ins Spital, aber es bleibt mir nicht erspart. Und wie es dann weitergeht, weiß ich noch nicht. Meine Mutter hat mir heute 2 Xanax nur eingeschachtelt, damit ich mehr schlafen kann und ein Schmerzmittel zum später nehmen. Und damit versuche ich heute über die Runden zu kommen und zu schlafen. Und morgen muss ich dann wieder aufstehen. Naja. Sonst gibt's nicht viel Neues. Morgen Vormittag wird entschieden, ob ich aufgenommen werde oder nicht. Dann muss Mama die Rettung und Christoph anrufen und dort absagen. Und wenn ich nicht aufgenommen werden kann, dann müssen wir uns eh was anderes überlegen. Aber das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Und sonst geht's mir mittelmäßig. Ich bin halt nicht gerade froh drüber, dass es schon wieder so ist. Und wie gesagt, sehr übermüdet. Und ja, genervt. Aber ja, wird sich erst morgen entscheiden. Es ist immer das Problem, dass für Schlaganfallpatienten auf den Neurologien Betten frei sind, weil Schlaganfallpatienten ja sofort behandelt gehören. Aber dabei werden die chronisch kranken Patienten, die neurologisch krank sind, total übersehen. Und das ist in Österreich ein Riesenproblem, weil es immer wieder Bettenprobleme gibt für Multiple Sklerose Kranke oder anders neurologisch Erkrankte, die chronische Krankheiten haben. Und das werden wir morgen sehen, ob Betten frei sind. St. Pölten ist zudem Corona-Spital.
Also werde ich wahrscheinlich keinen Besuch bekommen können. Oder maximal eine halbe Stunde am Tag. Und dann die Station auch nicht verlassen können. Ohne Mundschutz oder so. Und der blöde Corona-Test steht mir auch noch bevor. Ich bin von dem allen nicht so begeistert, aber ja, man kann es halt nicht ändern. Zu Corona-Zeiten krank sein ist echt blöd. Weil momentan haben sie die Besuchszeit auf eine halbe Stunde beschränkt. Und man fährt von dort, wo ich wohne, bis zum Spital 15 bis 20 Minuten. Und dann darf man 30 Minuten im Spital bleiben und muss wieder gehen. Und das zahlt sich halt kaum aus. Und das ist einfach blöd. Aber naja. Mehr habe ich heute nicht zu sagen. Ich werde bald abdrehen und schlafen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut, ciao. Eure Ines, bis zum nächsten Mal.